Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Absturzzock GTA Online. Heute wieder mit der geilsten Crew der Welt in unseren, ja, auf unseren Feuerstühlen, ne? Mit dabei sind der David und der Dan. Jungs, ich grüße euch. Grüß dich. Grüße. Und wir haben heute was vor, David. Was haben wir denn vor? Ich weiß es nicht. Ich will doch nur fahren. Ich dachte, wir fahren nur. Nee, wir fahren. Wir sind ja vorbei. Ich zieh vorbei. Wir fahren zum Mount Chiliad mit unseren Feueröfen. Oh, ist das für eine Hube denn? Ja, eine LKW-Hube. Ja, wir wollten euch mal unsere neuen Fahrzeuge präsentieren. Voll getuned, voll aufgepimpt und ja, Panzerung ist drin, Reifen schön, ja, schusssicher. Dann haben wir extrem coole Helme. Das war's auch schon mit dem Tuning. Wir hängen hier ein bisschen rum. Nee, das ist, wir machen Seid heute. Hinter mir? Ja, wir sind hinter dir. Wir machen heute sozusagen eine Challenge. Wie lange brauchen wir, um mit der Vespa zum Mount Chiliad zu fahren? Ey, ich bremse mal, oder? Euer Tuning ist scheiße. Ey, unser Tuning ist der Hammer. Hast du irgendwas vergessen? Nee, ich warte mal auf den David, weil der kommt nicht so ganz hinterher. Der muss auf ein Rad fahren. Ja. Bergauf. Masse ist träge, weißt du doch. Schauber. Monika, ja, auf ein Rad. Was ist so das, so der, ja, nee, der Pro-Skiller-Tipp, ne? Um mit dem Faccio richtig Geschwindigkeit aufzunehmen? Wheelie machen, dauerhaft Wheelie fahren. Boah, die Kurvenlage, alter Verwalter. Ich hab's auf dem Schild durchgefahren. Hab's gesehen? Ja. Ich nicht, ich hab gute Straßen da jetzt hier, guten Grip. Oh, ich bin gesprungen! Ich bin mit der Vespa gesprungen! Ui. Hammer! Was war das denn? Alter Schwede, ich bin hinter dir. Tschum. Kürbst du ab denn? Machst du Querfeld ein, ne? Mit der Vespa lieber nicht. Das bringt nicht. Achtung, Brücke! Achtung, Traktor! Geil. Zwei Stück. Geschwindigkeit brauche ich hier. Ja, ne? Richtig, ja. Richtig. Hammer. Ich hatte auch, glaube ich, gerade 80 drauf gehabt, also. Du bist mir jetzt einmal vor mir. Bergab ist gespawnt von mir. Nee, ich bin hier einfach vorbeigezogen. Nach deiner Schildaktion war ich vorbei. Bin ich aufs Grüne gekommen. Ach, schön zu sehen dann im Video. Übrigens, für die es noch nicht mitbekommen haben, unsere Videos laden wir jetzt ein bisschen höhere Qualität hoch. Weil wir uns gedacht haben, naja, jetzt 60 Abonnenten. Juhu, danke nochmal an alle. Dann machen wir auch mal ein bisschen höhere Qualität rein. Unser Gameplay ist ja schon allerhöchste Qualität. Müssen wir nur noch die Videos so umwandeln. Und da seht ihr auch schon den Mount Chiliad. Also, ist nicht mehr weit. Ist doch schneller, als ich gedacht habe. Das Problem wird dann halt sein. Nee. Hätten wir schon ein Stück gebraucht. Ja, Autobahn wollten wir erst, ne? Ja, das wäre zu hart gewesen. Wenn sie alle links vorbeifahren. Hier kommt der David! Zack, zack! Bam! Das Wohnmobil ist bei mir jetzt immer wieder hin und her gehüpft. Hier der alte Heisenberg oder was das ist hier. Ey, guckt euch das mal vor, an. Ey, der David zieht vorbei. Dan, wo bist du? Ich bin hinter euch, sehe euch. Okay, also hier links jetzt vorbei, ne? Links am See vorbei, links am Traktor. Ich kann das vorbei. Ding immer halten. Mach langsam. Ah, das sind so das Crew-Fahrzeug. Haben wir schon jedes Rennen mitgewonnen? Zumindest wenn wir alleine gefahren sind, ohne Gegner. Ja. Was da aus Sandstrecke. Treibsand. Ja, wir müssen jetzt hier gleich links abbiegen. Ja, hier vorne, ne? Hier vorne geht's dann links rein und dann sind wir schon auf dem Weg nach oben. Und dann wird's knifflig, dann wird's tricky. Das ist die Challenge für heute, mit der Vespa da hoch. Und ihr seht, die hat hier bei diesem Berg schon Probleme. Jetzt hier scharf links. Ich springe sie auf, ich warte hier oben auf euch. Springe sie hoch. Ja, ich sehe, du hast abgekürzt, ne? Nee. Nee? Ich war noch so schnell, dass du mich nicht gesehen hast, wie ich an dir vorbei bin. Okay. Soll ich mal warten, oder?
Nee, nee, alles cool. Highspeed LTE hast du, ne? Darum brauchst du jetzt schneller. Ja, ja. Ja, ich spart hier mal damit an, wo die auch mit da ist. Ja, also. Und David ist ja mit dem Handy drin. Der spielt, geht ja online nur mit Handy. Hier stehe ich. Jo. Da kommt. Und dann lassen wir vorbei rauschen. Jetzt der Gas. Und ab. Ah, nein. Ist dir eigentlich mein Kampfanzug aufgefallen, den ich anhab? Nee. Schildkrötenpanzer raus. Nee, nee. Der David und ich, wir haben von unserer Cargo-Bob-Folge haben immer noch die gleichen Klamotten an. Ach so. Ja, ich trage jetzt auch diese ultra-stylische kurze Hose mit den Hosenträgern und das blaue Hemd. Ach so, müssen wir. Jetzt zeigt es nichts mehr an, oder? Wir müssen hoch. Ich muss erstmal kurz wieder markieren. Wir müssen hier nach rechts weg. Nach rechts weg? Na, da oben ist ja der Berg. Ah, also hier drüben rechts hoch, guck mal. Ne, wir müssen hier noch drüben, da drüber. Genau, da drüber auf dem Weg. Schaffen wir das mit der Vespa? Achtung! Schaffen wir. Ach, super. Müssen wir schaffen. Nee, bleib stehen. Schieb mal. Ah, nein. Gut. Wenn wir es nicht packen, ist die Challenge gescheitert. Nein, jetzt geht's los. Also hier mit dem Wheelie hoch, ne? Ah nein, ich bin hingefallen. Ah. Kann ich ja in Sicht machen, glaube ich. Können wir eigentlich auch Ego-Perspektive fahren, ne? Links, da fahren wir geradeaus. Lassen wir jetzt mal links. David, der David, der fährt uns nämlich nur hinterher. Es sei denn, warte mal. Ich guck erst mal. Ja, guck erst mal. Ne, ich bin richtig. Ja, wir müssen hier hoch, ne? Sind so. Vielleicht Speed mitnehmen. Ich fände es auch cooler, der Uwe macht seine Vespa dann bestimmt rosa. Oder hellblau. Wow. Was denkt dran, die Challenge ist hochzukommen, ne? Wir müssen das packen. Ey, wer gammelt denn hier rum? Das ist irgendein Wanderer. The Wanderer. Weg da, weg da. Alter, ich roll rückwärts wieder runter. Du musst da rein, Rad, los! Mach ich doch! Oh nein! Schiebe! Ich schaff's nicht! Nee, nee, bei mir ist auch. Nein, jetzt ist aus. Also, scheitern wir hier schon? Ehrlich jetzt, oder? Muss man Anlauf nehmen? Nein, ich muss hier Anlauf nehmen, sonst wird es nicht. Müsst ihr eins drücken, dann nochmal einfahren. Was, R1? Dann geh weg! Nein! Handbremse und dann nochmal einfahren. Der A1 ist ja nicht. Da ist nichts mit der A1. Doch, der A1. Gas. A1, Gas. Geht nicht. Ich schaff's, ich kürze über die Wiese ab. So halb schräg fahren. Nein, schaff's doch nicht. Okay. Oh ja, ich fahr jetzt hier im Zickzack hoch. Ich bin gleich wieder beim David. Wenn alles klappt. Ich fahr rückwärts. Ja. Ich schieb's rückwärts hoch. Ja. Netze. Ja. Ja, Mann! Hab ich denn das Spiel? Dennis, ging, hey, du musst so im Wechsel so. Also immer mal so antippen hier, L3. Nach unten, also jetzt nicht L3 drücken, sondern hier. Schieb's rückwärts hoch, das Ding. Alles klar. Oh, David. Hier brauchen wir Speed. Nein. Ja, ich schaff's. Schaffst du's? Ja, ich halte mal eins gedrückt und lass dann wieder los. Und dabei lasse ich's Gas. Dann jetzt rückwärts schafft das überall hinaus. Das kann ich euch gleich mal verraten. Ja. Also eins gedrückt halten und dann dabei Gas geben oder was? Und dann ja eins wieder loslassen mit Gas. Ja, dann fährt er immer Stück für Stück hoch. Okay. Und wenn du merkst, dass du nicht mehr weiterkommst, dann wieder das gleiche machen. Ja, R1 Gas. Okay. Eigentlich immer nur alles beides gedrückt halten und R1 immer loslassen. Ha? Jetzt geht's wieder rein. Dann kommst du? Das siehst du mich nicht. Da hinten kommst du geschossen, ne? Ja. Rückwärts. Ich schieb rückwärts. Das ist die blödeste Challenge ever. Wir hätten das Fahrrad nehmen müssen.
Oh, 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 böse Fall, böse Fall, jetzt halt mich nochmal. Oh, oh Gott, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mich halt ganz normal. Nein, 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 nein. Challenge ist, wir müssen alle hochkommen. Hm. Oh, jetzt komme ich mit Wheelie. David, jetzt komme ich mit Wheelie. Dein Helm rollt hier runter. Ja. Ich bin gerade mal abgestiegen kurz. Okay, ich komme aber, ne? Ich bin auf dem Weg. Na, hier wird's jetzt wieder krass. Okay, warte, ich komme hier, ich ziehe hier schnell auf hier. Kann ich hier warten? Ja, so viel dazu, zum schnell hochziehen. Ja. Also für alle, die sich die Folge nicht antun wollen, spult ein bisschen vor. Und seht, ob wir es gepackt haben. Ja, sicher komme ich jetzt. Sehr gut. Jetzt. Ja, ich das mache ist steilsten Hang also überhaupt. Langsam, aber es geht, ne? Also man kann schon sagen, es funktioniert, aber eben mit dieser R1-Technik, ne, David? Handbremse, immer wieder. Ja. Kurz los, kurz wieder Gas. Ja, oder halt hier oben kann man mal kurz wieder den Speed auf. Und dann war es das wieder. Oh mein Gott, ey. Also wir haben echt Langeweile, ja, oder? Ja. Ja. Naja gut, ab 7. Juni ändert sich das ja. Da kann man, können wir ja ruhig mal ansprechen. Da gibt es das neue Mega-Update für GTA Online. Für alle, die immer noch rummeckern, ne, wann kommt denn das Casino, macht doch endlich mal neue Heist-Mission. Klar, habt ihr recht, aber ihr müsst euch auch überlegen, das Spiel ist 3 Jahre alt. Und Rockstar bringt ja so viele kostenlose Gratis-Updates, ne? Also wer sich da beschwert, also ich kenne kein Spiel, wo so viele Gratis-Updates nachgeschoben werden, ne? Das, oder? Kennt ihr eins? Ja. Nee, hab ich nicht. Nee, ne? Ich hänge hier am Berg. Aber das Casino könnte wirklich mal kommen. Ja, na klar könnte es mal kommen. Es könnte auch neue Heist-Missionen kommen, aber eben. Ich finde es trotzdem halt gut, dass die halt immer wieder für Nachschub sorgen, ne? Oh, ja. Bin ich. Ey, was ist denn das hier? Warum bin ich hier? Ich bin hier in so eine Sackgasse gefahren, David. Hier ist ein Felsen. Wie kommst denn du da vorbei? Ja, du hättest rechts hochkommen musst. Ach hier? Oh, scheiße. Na, ja, also, hier komme ich hoch drüber. Bist du der Zweite hier? Warte mal. Ja, ja, ich bin der Zweite. Ich genau. Okay. Ich komme hier hochgeschoben, wenn du hier links den Hang runter guckst. Pass auf, fahr dann rechts vorbei, ne? Hä? Ich bin ja, hier am Hang außen. Ich sehe dich links, ich sehe dich links, ich sehe dich links. Aber siehst jetzt mich, dann wirst du jetzt gleich meinen Arsch sehen. Ja, du ziehst echt außen vorbei, ne? Du lässt den Weg liegen, oder? Ich schieb das Ding rückwärts hoch. Sehr geil. Also fährst du gerade nur rückwärts? Wie bist du? Na, ich schieb. Du schiebst? Da fährt nicht rückwärts. Schiebst du mein Auto hoch? Wie machst du das? Nee, noch nicht. Ich hab hier gerade so eine blöde Sicht. Warte, jetzt seh ich dich gleich. Jetzt komme ich vielleicht wieder auf die Straße hier. Da oben bist du doch, oder? Da bist du, ja, da bist du. Jetzt kann ich gleich wieder gerade fahren. Also für die, die es nicht erkennen können, der Dan läuft mit der Vespa im Anschlag rückwärts. Nein, es geht nicht. Geht nicht? Ich muss weiter schieben. Scheiße. Aber ich schieb das. Guck, schieben das. Kommst du überall hoch. Beinkraft, nichts geht über Beinkraft, ja. Sehr gut. Das hätte ich gewonnen haben. Also zur Not immer schieben. Und du läufst rückwärts, ne? Ja, genau. Du musst nicht vorwärts laufen, rückwärts. David, du bist nur wieder die krasse Kurve rumgekommen hier eigentlich. Oh, hier geht's aber, ich ne? Schon. In vorn, oder? Ja. Hier wird's dann wieder ein bisschen prekärer. Langsam komme ich hoch hier. Ja, jetzt bin ich gleich wieder auf der Bahn hier. Aber echt nur Zentimeter für Zentimeter, ne? Sind wir noch nicht oben? Nee. Ja, mach mal ein ganzes Stück nach. Boah, da ist doch die Spitze hier oben. Nee, nee, noch nicht, oder? Nee. Also ich bin immer noch auf dem Weg nach oben. Ja. Oh, jetzt komm, jetzt gib Last hier. Da schiebt das Ding wirklich überall drüber, ey. Echt? Harter Kerl, Alter. Funzkerl. Funzkerl. Ich sehe langsam hier das Ding hier, was schon auftut. Sehr gut.
selber. Oh Mann, ey, oh Mann, ey, oh Mann, ey. Jetzt nicht hinfallen. Nein! Ich bin hingefallen. Nein! Nein, meine Vespa haut ab. Die kommt dir entgegen, denn. Nein, die hält an. Okay, Gott sei Dank, ey, Gott sei Dank. Ich hab sie gerade. Mich ausgebrannt. Nein, tut mir leid, tut mir leid. Los, Last hier, Junge. Oh, jetzt zieh ich auch mal. Jetzt habe ich ja gerade eine coole Taktik. Immer so im Wechsel so Wheelie machen, so halb Wheelie. Immer so antippen, weißt du? Jetzt hole ich sogar einen David vielleicht noch ein. Nein. Da vorne bist du doch, oder? Bist du gerade an zwei Wanderern vorbei? Oh, oh nee, ich weiß nicht. Bin ja voll konzentriert. Bremst mich ja nicht aus jetzt hier. Okay, bist du hier nicht gekommen? Wieder Schwung mitnehmen. Und hinterher. Und gleich haben wir einen David. Sind aus dem Weg gesprungen, wenn man noch mal zu einer Geschwindigkeit. Ja, es ist krass, ja. Ne? Also ein bisschen Geschwindigkeit haben wir aufgenommen hier. Da hinten hier. Jetzt wird's hart. Wir beide. Oh, jetzt wird's echt hart. Zentimeter für Zentimeter, Alter, ist das übel. Ah, oh, nein! Nein, nein! Denn mit seiner Taktik würde er am Ende des Rennens machen? Ja, das kannst du wissen. Alter, da lacht er. Ja, das hat. Und dann mach ich David. Ja, kurz vor dem Ziel habe ich sie geholt. Nein, 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 hier geht's wieder nicht. Hier geht's wieder nicht. Ich muss wieder rückwärts. Die Junge! Da komm ich! Oh. Ach, ich hab's! Nee. Nee, ich gucke mal auf euch! Stopp! Stehen geblieben! Nein! Der David wird's machen, der David wird's machen! Nein, oh Mann, ey. Nein, ich bin verreist. Geht's wieder runter? Oh nein, geht's wieder runter. Wie geht's da wieder runter? Nee. Ja. Nein, habt ihr das echt gerissen? Ja, ja. Ich hab's. Ja, Mann! Wir sind da. Ich dachte, ich spiele irgendwie. Tja. Sehr geil. Alter, wir haben es gepackt. Challenge Look, accepted. Guck, du musst noch dicke Beine haben, da kannst du eigentlich auch einen Bärstellen. Ja, siehst du das? Oh, jetzt hat es mich nach hinten umgeschmissen. Ey. Zack. Guck mal, so schön auszustehen. Mist. Okay, sehr geil. Also, Challenge accepted, würde ich sagen, ne? Das Ding ja. Haben wir gerockt. Ist es möglich, mit der Vespa auf Mount Gia zu fahren? Ihr seid aber noch nicht ganz oben. Ich würde sagen, ich hab's gewonnen. Ja. Denk auch. Nee, nee. Nee? Nee, nee. Also, Dan hatte. Oder Dan, ich muss echt sagen, Dan hatte eine coole Taktik. So. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, ja, in der nächsten Folge suchen wir uns einen richtig geilen Abgang raus. Also könnt ihr euch schon mal freuen. Wir überlegen uns derzeit noch was. Also, bis zum nächsten Mal. Ja, reingehauen, euer Absturz zockt. Reingehauen.